Ich gehe erst noch mal ganz zurück. Ich gehe mal in die Ahnenhöhle. Wie kann ich mich denn überhaupt warpen? Diesen Warpspiegel muss ich sowieso mal nutzen, weil ich konnte den ja gerade in dem Turm nicht benutzen. Wohin warp ich mich da, frage ich mich. Immer in die letzte Stadt, in der ich übernachtet habe oder so? Und nutz mal jetzt so einen Warpspiegel. Laber doch nicht! LOL! Ninja Smurf, dankeschön für dein Subgeschenk. An Wolf. Ich kann in alle Städte porten. Wie geil ist das denn? Das macht's ja noch viel, viel geiler. Das ist ja ultra geil. Die Frage ist, wie heißt die Stadt mit der Ahnenhöhle? Kann mir das nochmal jemand sagen? Ich kann hier Warpspiegel kaufen. Wie gut! Lol, Ninja Smurf, was ist los mit dir? Vielen herzlichen Dank, du alter Smurf. Ey, also das macht's ja nochmal um einiges geiler jetzt, dass ich von Stadt zu Stadt porten kann. Der Warpspiegel! Wie gut! Und jetzt kann ich hier durch die Mine wahrscheinlich. Aber dann will ich zur Ahnenhöhle. Aber wo war die? Das will ich jetzt wissen. In welcher Stadt? Scheiß auf Super Mario Maker 2, es gibt einen Warpspiegel! Wie hieß diese Stadt mit der Ahnenhöhle? Will ich jetzt wissen. Das gibt's nicht. Wo ist die denn? In Gruberia. In Gruberia. Dankeschön. Ja, toll. Jetzt sollte man mal eine Map haben oder so, ne? Gibt's eine Lufia-Map? Ja, das ist in Lufia 2, ist es in Lufia 2 die Ahnenhöhle, okay. Wie heißt denn die Stadt? Cheran? Könnte sein. Nee. Lorbenia. Spielt nicht 14 Tage ein Spiel nicht mehr. Dann ist alles gelöscht im Kopf. Alles. Ich wüsste halt einfach gerne, wie die Stadt heißt mit der Ahnenhöhle. Weil da gab es die Items, die ich jetzt gar nicht habe auf dem Speicherstand. Die habe ich mir aber schon geholt. Danke. Ich würde gerne was kaufen. Oh, die lohnen sich. Weil die Magietränke droppen können. Tun sie aber nicht. Ist egal, ich spiele jetzt erstmal Story weiter. Und dann, vielleicht findet man das ja noch heraus. Kauf jetzt Warpspiegel hier, das ist ja das Allerbeste. 10 Stück direkt.
Hier ist jetzt Wasser. Hilft mir das? War hier vorher auch Wasser? Ich weiß nicht mehr. Ich wundere mich halt immer noch über die Auswirkungen dieses Wassergeistes. Also ich... für mich hat es gar keine Auswirkungen. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, hallo auch. Wird Jiren uns wohl vergeben? Ich weiß halt leider nicht, wo man hin muss. Nee, schwächer. Ich will ja auch gar nicht mehr in die Ahnenhöhle. Jimmy Jimbo, ja. Ich mag das auch. Moment, ich weiß halt null, wo ich bin. Null. So, nordöstlich von Medan gibt es diese Höhle nicht. Südwestlich von Belgen. Es muss irgendwo diese Mine geben. Wo jetzt Wasser ist oder so. Da oben also. Was? Saphire? Oh ja, wir hatten früher viele hier. Vielleicht hat der alte Mann noch einen. Aha! Welcher alte Mann? Ein Saphir wäre ja dann für den blauen Turm. So. Nehmt den Rubin und vernichtet diesen Höllenfürsten. Habe ich den jetzt? Was? Es ist halt, das ist es halt, warum ich Backseat Gaming gerade auch anhabe, ist, ich brauche Hilfe, weil der Speicherstand, offensichtlich hatte der den schon, den Rubin, der Speicherstand. Ja, aber das ist ja der Speicherstand, das kann nicht ich, da kann ich nichts für. Das ist halt das kleine Problem. Ich habe ihn halt nicht im Inventar.
Ich habe ihn nicht im Inventar, deswegen konnte ich ihn nicht benutzen. Der Smaragd ist aber ein Rüstungsstück. Also, wie gesagt, Backseat Gaming ist absolut auf. Versucht, ihr dürft alles sagen, wenn ihr eine Idee habt, wie es weitergeht. Nein, kann er nicht, Mo. Kann sie nicht. Aber ich habe ihn ja nicht im Inventar. Nochmal mit dem Alten. Der sagt einfach nur, nimm den Rubin. Naja, Mo, aber ich war ja schon an dem Podest und dann sagt er, oh, ein Podest an dem Roten. Und die Reihenfolge ist ja eigentlich auch nicht, den Roten Turm soll ich ja zuletzt machen. Jetzt gehe ich nochmal in den Raum, aber nee, da sind ja auch nur die geplünderten Truhen. Oh, das turnt mich so ab. Ich will das Spiel so gerne weiterspielen, aber dass der Speicherstand gelöscht wurde von der Cartridge und ich jetzt einen nehmen musste aus dem Internet, ist halt super scheiße. Ja, aber vielleicht hat er das schon getan, Omtes. In dem Speicherstand. So, das kommt auch alles nicht ins VOD, das Ganze hier jetzt, weil das ist albern. Ich habe ja gar keinen Progress. Ja, dann stehe ich jetzt einfach hart auf dem Schlauch. Nee, da waren ja keine drauf. Barkas. Hast du den Rubin ja nicht im Inventar? Und platzieren konnte ich ihn auch nicht. Okay, schlaf nochmal. Das ist albern. Ich gucke jetzt auch mal nach einer Lösung. Ich komme nicht weiter und das ist zu schade sonst. Das ist mir zu schade.
Okay, hier kann ich nicht fliehen. Moment. Moment, ich lese gerade was. Ich lese gerade was. Jetzt macht alles Sinn, glaube ich, gerade. Wir testen es mal. Also hier steht in der Komplettlösung, dass als der See noch vergiftet war, sagt sie, sorry, I can't help you, we do have some lovely emeralds and pearls. The woman at the gem store is all out of rubies. They used to come from the Madden Mine. Now head to the Red Tower to fight off the Dark Ghost, which will turn the marsh back into lake. Und dann verkauft sie die. Und ich glaube, weil sie wieder arbeiten kann, kann ich die hier kaufen und kann jetzt Smaragd und Opal in den grünen Turm einsetzen. So würde ich das jetzt verstehen. Und vielleicht kriege ich in dem grünen Turm den blauen Edelstein und dem blauen Edelstein dann den roten Edelstein. Könnte das so sein? Nein, noch gar nicht, Kapostel, das kommt auch noch. Stimmt, den roten bekomme ich durch den Mann. Aber ich sollte ja die Reihenfolge einhalten. Grün, blau, rot die Edelsteine einsetzen. Um dann zu Elfrea zu kommen. So war's. Sollte ja die Reihenfolge einhalten. Vielleicht muss ich also erst in den grünen Turm den Stein einsetzen. Aber ich glaube, das habe ich halt auch schon versucht, ne? Oder war ich da am Podest? Hallo Boots, Miss Boots! Wieder vom Nachtdienst. Guckst du heute Nacht denn auch Super Mario Maker 2 mit?
So, grüner Turm. Da jetzt rein. Rechts kann ich nochmal pennen. Dann ab nach oben. Und dann versuchen, den Smaragd einzusetzen. Auf dem Podest. Und wenn das funktioniert, dann geht's weiter. Dann hat es aber jetzt auch mal 1,5 Stunden gedauert, das herauszufinden. Ich meine, ich habe ein bisschen gelevelt. Ein bisschen Geld gefahren, wovon man aber unendlich hat. Aber so klingt es, als könnte es Sinn machen. Ja, fliehe ruhig. Jerin Level Up. 10 Mana, 7 Int, Ultra. Flamme gelernt. Oh, was ist das für ein Zauber? Wow, 10 Mana. Ein Flammenmeer trifft eine Gegnergruppe. Okay, habe ich einen Flammenring? Ja, den habe ich. Ui, das könnte sehr gut sein. Olbi, danke für 36 Monate. Olbi hat den 3-Jahres-Badge. Irre. Abwehren. Obwohl Böller können regeln, ne? Abwehren. Ich will mal Flamme ausprobieren. Ui, 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 ui. Und schon ist Jerin saugut. Ey, aber ich finde wirklich, ich meine, ich mag ja Random Encounter, aber das ist in dem Spiel schon echt eine Nummer, ne? Patty 89, danke für 16 Monate. Was haltet ihr eigentlich von einem Countdown zur Direct? Wäre das nicht was? Wie lange ist denn das noch? 4 Stunden und 15 Minuten. Hinzufügen. Moment. Das ist nicht schön, weil ich will es jetzt auch nicht zu krass editieren, weil das ist halt echt nicht schön so. Moment. So viel Zeit muss sein, Live-Editing. At its best. Ist halt schlau, alles am rechten Monitor zu machen, wo ich nichts sehe, weil das Mikro im Weg ist.
Ja. Ne, die PS4 ist noch nicht mal so heftig runtergefallen. So gar nicht. Viel, viel harmloser. Boah, ich sehe halt da nix. Unglaublich hässlich. So, ist egal. Unglaublich hässlich. So. Das ist aber jetzt mal sehr gut, dass Jerin jetzt auch sinnvoll ist plötzlich. Ja, komm, alle angreifen, die kriegen halt keinen Damage durch Nicht-Magie. Aber so null macht keinen Sinn. Ja, das macht halt null Sinn. Ja, ich habe mir die Nase komplett frei gesprüht. Mir geht's auch schon ein bisschen besser. Aber Hals ist immer noch problematisch. Schau, ein Podest. Schau an, ein Podest. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Ich glaube, der Speicherstand ist einfach RIP. Kann das sein? Ist das irgendwie Softblock oder so? Lufia Level Up, die ein Int, aber 9 Mana. Aquas lernt sie. Doch einen neuen Zauber, obwohl sie Gewitter erst gelernt hat. Wasserstrahlen treffen eine Gegnergruppe. Hat sie einen Wasserring? Wasserring. Probieren wir mal aus. Ist wahrscheinlich gegen einen Einzelnen nicht so gut. Okay, dann bleibt ja nur noch der blaue Turm jetzt. Der F hat sich ein Spiel gegönnt. Aber es kann auch sein, dass gerade diese Wasserdudes da besonders resistent sind gegen. Wie nicht wundern. Ist doch kein schlechtes Spiel, oder? Oder war die Reihenfolge blau-grün-rot? Könnte auch sein. Rotoblob. Ja.
Naja, der macht Frost. Ja, dann ist natürlich der Frostzauber gar nicht schlau, den ich benutzt habe. Ja, aber Damage macht er, also heilt sie nicht oder so. Tod natürlich, Kapostel. Da kauft man keine Cartridge. Das ist der Code. Funke, ja, das haut rein, macht ja Sinn. Feuer. Das könnte man machen, Mo, ja. So, da geht's noch hoch. Der wurde genervt. Ist jetzt aber nicht so hart. Die Random Encounter sind echt übel. Vor allem, wenn man, so wie ich gerade, feststeckt und sie nicht will. Dann sind sie wirklich übel. Ja, ist halt nur der Code, ne? Viele wollen ja das Spiel haben, Kapostel, also die Cartridge. Komm, fliehen. Danke. Japanische 1.0 Version. Ich hab. Nee, ich hab generell nur PAL-Spiele. Liams Blaujade leuchtet. Wo habe ich denn Blaujade her? Ja, die Frage ist, ist das Progress überhaupt? Jetzt müsste ich zum Grünen. Naja, weil jetzt nichts passiert ist. Und ich konnte ja gerade den Grünen nicht nutzen.
Und das kann ich mir nur so erklären, dass ich die Reihenfolge halt nicht eingehalten habe. Also jetzt müsste ich ja wieder zum grünen Turm hoch und dann müsste am Podest plötzlich was passieren. Wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Wir haben Level Up. 5 Stärke. Ein Zauber, pfui. Die Encounter sind aber echt übel. Vor allem, wenn die Fluchtversuche dann auch noch misslingen. Danke. Doch, Pestizid. Habe ich jetzt ja benutzt. Aber hundertprozentig ist der Schutz nicht. Nein, war er nicht, Mo. War kein Blaujahr im Inventar, ganz sicher nicht. Das heißt, Quest-Items werden nicht angezeigt im Inventar. Ninja Gaiden? Wohl super knifflig, ne? Aber macht bestimmt Bock. Aber aktuell steht es jetzt nicht auf dem Plan, sagen wir es mal so. Cool, Zelda. Ja, du hast natürlich recht. Das ist Zelda. Zelda Teil 8. Kurz schlafen. Bitte, Edelstein, leuchte. Ja. Ja, Progress. Jetzt noch zum Roten. Aber wie war denn die... Das wüsste ich jetzt noch gerne. Wie war der Name der Stadt an der Ahnenhöhle? Wie kann ich da hinporten? Das würde ich gerne machen. Ich war schon deutlich besser ausgerüstet auf meinem Speicherstand. Sicher. Ja, den Namen schon gerne, Kapostel. Das ist ja nur eine Sache, die ich einfach vergessen habe, weil ich jetzt 14 Tage leider nicht gespielt habe. Ja, gibt's, Omtes. Mad Fox, danke für 15 Monate. Nicht beachten, ich mach hier nur sauber. Kappa.
Echt? Grenoble? Bratpfanne. Das ist bestimmt eine krasse Waffe. Lieber Gott im Himmel. Ja! Hörst du etwas? Ja, den Gesang des Windes, die Stimme der See. Was hörst du, Jerin? Den Spruch Elfreas. Was passiert? Hinweg! Progress! Oh! Was für eine Geburt. Ich finde halt auch komisch, dass der Saphir plötzlich rot ist. Das verwirrt doch. Das verwirrt doch. Ein Saphir ist doch nicht rot. Wow, Menschen. Waffen gibt's hier. So, ich mach Pipi, hol mir ein Getränk und endlich, es geht weiter mit dem Spiel. Naja, aber es ist schon verwirrend. Man, er glaubt ja, man braucht einen Rubin oder so und jetzt muss man plötzlich einen Saphir einlegen. Ich versteh's nicht. Mini-Pause, kurz trinken holen, Pipi machen und dann geht's weiter.